Und willkommen zu Elden Ring, der Piratenwand. Okay, wir sind bei den Turmstehen geblieben. Ich habe jetzt ein paar mehr Runen als letztes Mal, weil ich schon ein bisschen was an die Einstellung probiert habe, aber es hat nicht ganz funktioniert. Da hat er schon zurückgestellt. So. Ich erwarte jetzt noch einen Kampf, weswegen ich letztes Mal hier aufgehört habe. Eigentlich. Hier ist ein Blutfleck, also da. Kenn ich mal. Ich könnte meine Qualle gar nicht rufen, selbst wenn ich es wollte. Okay. Nein. Okay. Der hält viel aus. Okay, das trifft mich doch. Selbst wenn ich springe. So, ein bisschen. So. Kann ich? Na, hinter den Rollen? Nicht so ganz. Ja, fuck. Ja, zu früh gerollt. So, dann noch eine zweite Form. Es macht keinen Schaden, aber. Also jetzt wird es Schaden machen. Oh. Mach mal langsam hier. Ah, der rollt. Der macht seine Rollattacke. Ja, mir kann ja nichts passieren. Ja, mit dem mir kann nichts passieren. Das stimmt wieder doch nicht ganz. Oh, schon die Kampfplatz mit unserer Kontrolle schon sagen. Oh. Okay, jetzt aber. 4000 gibt er mir gerade mal. Da war schon ein bisschen was ausgehalten. Aber wir haben es hinbekommen. Ich hätte mein Pferd rufen können. War eigentlich nicht besser als gedacht. Na gut, 3 Heilungen. Aber hätte auch mehr sein können. Ein paar Fragmente noch mitnehmen. So, endlich beim Turm. Da macht das Ding mal auf. Eine sehr schwere Tür. So, der dritte Turm. Von da drüben kommen wir. Achso, das ist mein Heilungsbuff. Das sind das gelbe Funkeln. So, gleich sind wir oben. Und es kickt mich hoffentlich nicht. Nicht wie beim ersten Turm. Oh, das Beste überhaupt. Wenn die Internetverbindung weggeht. Wenn ich die ganze Turme noch runterlassen musste. Aber hier ist eine Gnade. Ja, Level up reicht nicht mehr annähernd. Wir können uns aber die Heilung holen. So. Ihr habt doch die große Rune bekommen, oder? Von Renala? Ich wollte. Sieht versteinert aus, aber das ist der Körper von Rani. Tuch mal. Ja, mit Sternkuckers. Renal hat doch eine große Rune gehabt, oder? So, ja. Rani wollte sich umbringen. Das macht sie zeitgleich mit dem Tod von Godwin. Weswegen bei ihr nur der Körper stirbt, bei Godwin die Seele. Deswegen ist Rani als Puppe unterwegs. Und deswegen kann Godwin nie wiederbelebt werden. Weil es ja eigentlich bei der Gold in Ordnung so ist. Ich wollte gucken, was diese Sternkucker war. Erhöht Weisheit. Hm. Was ich mal. Hoppala. Gucken wollte. So habe ich 123.
Kochstoff von nur 10. Das sind noch 13 Punkte Unterschied, okay. So, mal sehen, was Rani dazu zu sagen hat. Ich glaube, Rani war übrigens eine Tochter von Renala und Radagon. Genau wie Radahn. Und noch irgendjemand. Ich dachte mal, Radahn sei mit, von Marika und Godwick. Godfrey. Na, no, wohl nicht, was ich letztens gesehen habe. Naja. Spiel doch nicht immer so die Rolle hier unbedingt. Hab ich letztes Mal hier runtergelassen, so wie es aussieht. Rani ist gar nicht da. Kann ich jetzt schon rüber zu dem Turm? Moment. Ich dachte, ich muss sie jetzt nochmal anreden und... Oh, es hat geklappt. Ein paar Wölfe, die wir mal in Ruhe lassen, ausnahmsweise. Da haben wir nur darüber wollen. Ah, zu Selvus könnte ich auch noch mal kurz gehen, wenn ich schon dabei bin. Ich weiß, dass der Turm jetzt offen ist. Ich werde es jetzt in dem Part noch nicht machen. Ich werde vielleicht auch schon da durchgehen, falls es jetzt offen ist, um die Gnade zu aktivieren dahinter. Es ist offen. Aber eigentlich ist es ja zu. Ich habe schon letztes Mal irgendwie ganz ignoriert. Renners Turm. Naja, Rani ist irgendwie bei Renner, glaube ich, schon aufgewachsen. Irgendwie war das die Lehrmeisterin. Oh, irgendwie sowas in Richtung. Deswegen hat sie auch diese Erscheinung von so einer Schneehexe, weil Renner irgendwie so eine Schneehexe war. Und tatsächlich, wir können ja durch. Dann machen wir das mal kurz. Ich will nur die Gnade aktivieren. Hauptarm der Einzel. Hier kriege ich winzige Rani her. Alles klar. Das ist ein Sarg. Ich weiß gerade gar nicht. Kann man die benutzen? So, das machen wir ein andermal hier. Sieht zwar gerade spannend aus, aber wir haben noch einen anderen Untergrund, den wir angefangen haben, den ich vorher machen würde. Ich will nur kurz zu den Sarg laufen. Ja, aber die verwenden könnte ich mal. Ich weiß nicht, aber sieht gerade nicht so aus, ne? Nee. Ah, wir sind hier. Hier waren wir schon einmal, nur unten. Und hier ist ein Wasserfall, man kann ja nie hoch, aber das führt bestimmt ganz weit woanders hin. So, wir haben jetzt noch das, den Kampf der großen Fälle, noch den Doppelgorgelkampf. Das würde ich als nächsten Angriff nehmen, aber bevor ich dazu komme. Schloss Rotmähne haben wir nie weiter gemacht. Also wir konnten es ja nicht machen, weil wir diese Quest angenommen hatten, da waren keine Gegner mehr. Da gibt es noch eine Schleife zu sammeln. So, wenn ich das geschafft habe, mache ich dann. Achso. Mache ich dann das weiter? Den Untergrund oder der Hauptstadt? Und wenn ich das geschafft habe. Ich überlege gerade, ob ich noch vorher das mache. Diese Schmiededingens. Nee. Nee, nach dem Untergrund von der Hauptstadt, sage ich mal, machen wir dann das. Aber so weit werde ich wohl nicht kommen. Ich werde dann versuchen, die Schloss Rotmähne heute zu machen. Und dann beim nächsten Mal diesen anderen Untergrund und dann machen wir hier weiter, wo wir jetzt gerade sind. Auch nicht so lange. Wir gehen von hier rein. Ich meine, die Mine machen das. Hör wegen den Schmiedesteinen das Land, aber ich glaube, ich mache das dann das andere. So, jetzt müsste wieder Gegner sein, Englisch. Eigentlich müsste ja Katapult auf mich schießen, aber irgendwie doch nicht. Ja, ich will gucken, ob hier wirklich. Die müssen doch wieder da sein, ich habe ja Radahn besiegt. Irgendwann tauchen die Gegner wieder auf. Oder auch nee, weil hier fängt schon ein Troll, der runterspringt. Da wird es eigentlich schon so einen Seiteneingang geben. Ja, ich dachte, da liegt was, aber es hat getäuscht. Ja, shit.
Jetzt kannst du diese Schleifen also nie holen, richtig? Auch wenn es nur einer ist. Ich bin tot, oder? Nee, doch nicht. Okay. Bedeutet, ich kann das Schleifmesser nie holen, oder? Das ist ja immer noch zu. Wann sind die Gegner wieder da? Die sind irgendwann mal da. Weil man würde noch einen Bosskampf hier haben, wo man eine legendäre Waffe kriegt. Was jetzt für Trophäen sammeln wichtig wäre. Wenn du mal weißt, wo ist denn so rechts rum? Jo. Da war ein bisschen Fallschaden. Ich will mal gucken, ob die Gegner hier da sind. Nein, die Fehler sind wohl da, so wie es aussieht. Oh, ein Hieb. Und die Sache ist gegessen. Sehr schön. Nein! Oh. Da vorne ist so eine große Fledermaus. Geh mal weg. Oh, guter Schaden. Direkt eliminiert. Und von Himmel geholt. So. Ja. Da funkelt's. Schürzt die ganze Zeit, aber ich konnte sie sehen. Oh, flammender Schlag. So, man kann halt dann die Leiter hochklettern. Ich zeig dir, wie ich jetzt schon mal hier bin. Ich schätze, wenn ich dann. Das ist immer zu. Was guckst du? Also drin könnte die Gegner da sein. Mal sehen. Eigentlich will ich hauptsächlich nur das Schleifmesser holen und vielleicht noch den Bosskampf machen. Aber dass er schon der Troll fehlt am Anfang, ist schon mal sehr merkwürdig. Und noch sonst alle Soldaten weg sind bis jetzt. Das ruht mir, ne? Also das wäre dann der normale Weg, sage ich mal. Ja, ich glaube, hier werden dann auch schon Gegner. Ja. Ja, gut. So wie es aussieht. Fehlen halt immer noch alle Gegner. Ist halt schon irgendwie blöd. Aber jetzt ist sie ja offen. Hauptsache, die Hunde sind da. Ja, Spielstein 5. Ich will bloß die Tür öffnen. Da waren wir vorhin. Ja, was hat der denn noch? Wo bist du geschmiedet? Wo ist das zum Aktivieren? Ich weiß, ist es die Musik, die so funkelt, oder man wird es wahrscheinlich nicht hören. Oh, so einer ist hier. Sehr schön. Vielleicht kann ich ja doch den Schmiedestein holen. Ich kann sie öffnen. Warum sind manche Wege offen, manche nicht? Dieses Schleifmesser, Schmiedstein, sag ich die ganze Zeit, oder? Dieses Schleifmesser. Damit ich Feuerdinger drauf machen kann. Werde ich zwar nie benutzt, aber ich hätte es gern. Es war irgendwo auf dem Dach. Ja, hier kann ich die Runde springen, oder? Das war merkwürdig. Ja, der Bosskampf hier vorne fehlt auch. Die Gnade hier habe ich aktiviert, oder? Ja. Ja, gut, ja, ich glaube, es war hinten die Tür. Meine ich nämlich. Und die Tür ist immer noch zu. Das heißt, dieses Eis- und Jungfrau-Ding fehlt. Ich glaube, da ist es sogar vielleicht.
War sie auf dem Dach? Moment. Vielleicht irre ich mich auch dort und das war hier in der Mitte. Irgendwie hab ich schon den Eindruck, man musste da hinten rein und konnte irgendwie über die Dächer in die Mitte springen oder so. Stein 4. Hm. Naja. Oder auch nie. Ja gut, wenn das so ist, können wir den Untergrund hier weitermachen. Die Tiefen von Tiefwurz. So, hier hat er letztes Mal so ein Avatar fertig gemacht und zwei Ameisen. Sieht aus wie Milch oder so. Sehr trübes Gewässer. Okay, ich werde wahrscheinlich die Party nicht alles schaffen hier unten. Aber spätestens mit dem nächsten dann soll das machbar sein. Wobei ja eigentlich auch nicht so viel ist, werden wir sehen. Also gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Ameisen. Und da ist ein Tunnel, den man reingehen kann. Ich muss, man kann doch einfach hinten hochlaufen, aber. Nein! Okay. Machen wir kurz Licht, gehen vom Pferd, denn hier müssen wir kämpfen. Diese riesigen Ameisen geben riesige goldene Runen und das ist sehr schön. Und die halten gar nicht so wenig aus. Wie viele Erfahrungspunkte geben die mir? Ich hab's gerade nicht gesehen. Ja, komm mal ja her. 500 gerade mal. Ha. Ich glaube, die stirbt wegen Einschlag. Ungefähr so. Gibt's eine richtig große Rune. Okay, ist direkt tot. Oh! Und noch einmal. Da oben hängen noch mehr, oder? Ne, sind, nee, sind doch Ameisen. Okay. Ich soll vielleicht doch nicht alle hier dingsen. Ach, das ist unglaublich, ist da Freude. Ja komm, der kann ja hier oben auch noch. Okay. Geht's runter, würde ich mal sagen. Ich bin tot. Wie, was ist das jetzt passiert? Ach, komm schon. War das gerade eine Mischung aus? Ich krieg den ihre Säure ab und Fallschaden oder was war das jetzt? Wo warst du an? Nee, ich hatte voll Energie, oder? Shit. Ich muss es nochmal gucken später. Wo bin ich jetzt tot gewesen? 20.000 Runen. Das sind Ameisen mit Flügel übrigens. Die haben wir schon noch sehen direkt. Das ist jetzt wieder was man fertig machen muss. Aha, meine Waffe ist zu schnell für dich. Wenn die alle einzeln kommen, ist das kein Problem. Komm mal her. Fucking Ameisen, ey. Zum Glück gibt es hier so große Ameisen, denn Ameisen sind verdammt krass drauf. Ich schmeiß die Käfer teilweise weiter, obwohl noch ihr Kopf da ist. Okay, ich sollte erst runtergehen. 24.000. Nee, falsch schon doch sei ich gewesen sein.
Weg mit dir. Die spawnen halt auch nicht neu. Da geht doch jeder einen Runenbogen oder was? Wow! Wie das die andere Ameise fertig macht. Wow, wow, wow. Ich hab den ja gar keine. Dunkelschmiedestein. Ist zwar cool, dass ich einen 6er Dunkelschmiedestein hab, aber. Meine Waffe braucht keinen Dunkelschmiedestein. Ich muss erstmal das wegdrücken. Gefährlich. Ich hab Wurfdolch noch. Ich wollte mich heilen natürlich. Na komm schon, dann sind da 30.000 Runen. Es wird nicht besser. Erstmal die Flasche wieder auswählen. Oh mein Gott. Da oben ist ein Item. Moment. Ist das schon immer was gewesen? Was liegt denn hier? Schmiedestein 6. Wow. Können wir gebrauchen? Ich brauche jetzt 4, meine ich. Mache ich mal Licht an. Das Schlimme ist, ich muss jetzt wieder alle bekämpfen. Wenn ich so weitermache, schaffe ich das nie ewig hier. Jetzt nicht sterben. Ich gebe erstmal eine Heilung, die absolut nichts gebracht hat. Jetzt bloß hier sterben. Ich stelle mich gerade echt kacke an. Nimo so einen Trank, der langsam heilt. Weil dann kann ich einfach das machen. Ohne Bedenken. So, können wir auf der Decke kommen oder? Ist es so echt billig? Auf jeden Fall. Boah, 3 mit einem Schlag. So, jetzt habe ich schon 40.000 Runen. Da oben hängt keine mehr. Ja gut, ne? Die zählt wohl nicht. Aber jetzt hängt da keine mehr. Okay. Hier ist aber scheiß dunkel, ne? Ich hoffe, er kennt irgendwas. Na. Okay. Doch keinen Schaden bekommen. Ich scheine einer allein wirklich gar kein Problem, ne? Aber wenn es ja mehrere sind, die machen halt doch Schaden. So, ich habe gar schon legendäre Zauber. Die Eldensterne. Da steht sowieso nicht Zauber. Komm runter. Sehr schön. Fliegende Ameisen. So. Dann können wir ja weiter. Ich werde, denke ich mal, die anderen Ameisen jetzt auch hier auf dem Weg sind ignorieren. Denke ich mal. Schnell 4 bringen wir leider nichts mehr. Aktuell. Außer ich werde eine andere Waffe aufwerten. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Oh mein Gott, das sind 1000 fliegende Ameisen.
Ich weiß, ich wollte ihn nicht bekämpfen, aber jetzt habe ich schon mal angefangen. Warum müssen die eigentlich Säure haben? Jetzt hat er sich dabei gedacht. Guck mal, Ameisensäure. Au. Ich muss erstmal ein bisschen weg. Ich brauche neue Magie. Eigentlich ist die ganz schön stark. Die Säure hier. Obwohl Ameisensäure eigentlich fucking scheiße ist. Gibt's Schlimmeres. Aber gut, viel Insektenwelt reicht's halt normalerweise. Ah nein, hat die Wolle, weil ich nicht getroffen habe. Okay, jetzt ist er weg. Okay. Ich meine, in der Epoche kann ich die letzten drei auch noch fertig machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich drüber springe, muss ich ehrlich sein. Du hebst mal nicht ab. Willst du noch was? Hier liegen die scharfen Sachen rum, deswegen. Ein wärmender Stein. Der wollte ja mich tackeln. Goldene Rune 6. Sehr schön. Schmiedestein 4. Leider nicht so praktisch. Ich finde schön, dass er einfach vor mir landet. Ich habe meine Magie wieder. Eistalilie, die kann man gebrauchen. Hinter mir sind glaube ich noch welche. Ich meine, ich hab's gehört. So. Ein Gasstein. Hätten wir das geschafft? Auf jeden Fall kann man noch ein Level-Up machen. Oh, hier ist eine Fingerleserin. So, hinten ist eine kleine Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Die werden wir bei nächstem Angriff nehmen. Wir hören uns mal, was sie hier zu sagen hat. Ja, er hat nur halb tot wegen der Sache mit Rani, ne? Das hat man ja vorhin. As the first of the demigods to die, as a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the golden bough. Said how? Okay. Sie sind umsonst hier. Wir werden dann ja Gott wohl hier noch finden. Aber ja. Da seine Seele einfach nur weg ist, lebt sein Körper einfach nur noch. Er macht nichts. Ist wie Wachkoma oder so. Keine Ahnung. So, Stufenaufstieg. 49.000. Was machen wir? Machen wir Stärke? Ja, ist wie immer, ne? Geschick lohnt sich eigentlich mehr. Ich mache erst mal Geschick auf 45, würde ich sagen. Wir könnten mal kurz gucken. Dat. Wir nehmen mal alle 5. Wie viel kriegen wir dann? 62.000. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es ist noch ein Level ab. Deswegen bin ich da reingegangen. So, auf 51.000 werde ich gekommen. Ja, ich habe auch Ruhe zu viel verwendet, aber naja, was soll ich sagen. Also gut, dann die Stadt beim nächsten Mal. Und dann sind wir hier unten schon wieder fertig, ne? Das ist so wunderbar, da können wir den anderen Grund gehen und Ranis Quest weitermachen. Ich weiß unbedingt, was mit Rani hier zu tun hat. Ich meine, die Todesruhe sich geschnappt und ja, deswegen. Ist das so? Ich weiß gar nicht, braucht man die Todesruhe, um einen Halbgott zu töten?
Schon offenbar schon. Das müsste auch die Wurzel vom Erdenbaum sein. Aber okay, dann sag ich schon bis zum nächsten Mal.